Der Craft Guide war da nicht mal ganz an der Wand. Naja, ist egal. Moin, das ist eine weitere Mindtest-Aufnahme. Diesmal läuft sie sogar tatsächlich. Ich bin ganz erstaunt, dass ich dran gedacht habe, sie zu starten. Ja, nachdem letztes Mal noch so ein bisschen gefailt war, wollen wir dieses Mal wieder so ein bisschen mehr machen. Allerdings definitiv heute ohne Überlänge. Gibt Mittag gleich und deswegen heute maximal 20 Minuten. Der Plan, sofern man das den Plan nennen kann, ist, diesen Keller ein wenig weiter auszubauen. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun da unten. Nach den letzten Folgen wollen wir dann doch mal wieder ein bisschen Keller machen. Na komm, jetzt nimm die Scheiße auch so. Man hört's vielleicht, ich bin ein bisschen erkälteter und kranker als sonst sowieso schon. Ja, es ist halt wie es ist, ne? Die Zeit ist halt so. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wollte nur sagen, wenn es komisch klingt, Entschuldigung. Drüben ist wieder Randale, die Nachbarn machen wieder irgendwas. Also wenn ab und an mal was zu hören ist, ja, vielen Dank an die Nachbarn. Und dann gucken wir doch mal. Also hier wollte ich jetzt ganz normal erstmal auskleiden. So. Hier kommt eine Treppe rein, hier kommt eine Treppe rein. Beziehungsweise. Nee, doch, da kommen Treppen rein. So. Dam, 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 dam. Ja, dass ich nur im Keller bin, wird den einen oder anderen vielleicht ein bisschen nerven. Den einen auf jeden Fall wird es vielleicht ein bisschen freuen. Hallo Pete, du bist ja auch kräftig am Minecraft-Let's Playen und hast dann auch schon mehrfach gesagt, Keller ist deins. Diese Folge ist nur für dich. Ja, wisst ihr Bescheid. Na, guck mal rein bei ihm und wenn ihr auf Kellerbauten steht, Pete tut's auch. Viel Spaß beim Gucken. So. Zack. Nein, Amateur hier. So geht das. Oh, da kommt wieder so ein Eckteil rein. Dann haben wir nämlich hier so ein bisschen. Ich glaube, hier kommt auch ein Eckteil rein. Dann haben wir hier so ein bisschen Runtergang. Da müsste dann auch eine Ecke rein. Also hier eine Ecke, hier eine Ecke. Ich brauche auf jeden Fall Ecken. So. Ach, das ist schön. Top vorbereitet, wie immer halt, ne? So, ich sag ja schon, wenn ich ein bisschen krank klinge, dann bitte nicht allzu böse sein, ne? Ganze Gehuste das, zwischendurch mal drin, das schneide ich so ein bisschen raus, aber ansonsten, man hört es vielleicht auch so ein bisschen. Erstmal schön Kakao. Ja, Kakao kannst du trinken, ne? Ja. So, die Ecken brauche ich auf jeden Fall ein paar von. Oh, nehme ich hier auch noch welche von. Und die nach Außenecken auch. Und dann gucken wir mal, wie das dann hier sinnvoll verteilt wird im Keller. Da muss so eine Ecke dran. Hier muss so eine Ecke dran. Ja, guck mal, gleich auf Anhieb dran gesetzt. So muss das sein. Ah, ich könnte hier eigentlich einen Slab reinsetzen, oder? Dann wäre es so ein bisschen. So, hier muss. Na. Hier muss so eine Ecke dran. Ah, die lassen sich gut setzen, das ist schön. Ah, hier könnte natürlich auch irgendwie noch was dran, ne? Nee. Die müsste abgewinkelt sein, diese Ecke hier. So eine hier. Nee, das sieht auch nicht aus. Dann bleibt das, wie das war. Das ist in Ordnung. War das jetzt die hier? Nein, das war so eine normale Treppe einfach. Ah, schwert hier mal unten hin. So. Zack. So. Gut, hier haben wir dann schon mal einen Abstieg, der relativ in Ordnung aussieht. Und mal hier natürlich noch ja, richtigen Stein reinsetzen, wie sich das gehört. Ja, ich hätte das Werkzeug wechseln können. Ja, hättest du, den Idiot, hast du aber nicht, ne? Ja, ne? So, dann haben wir hier nämlich fertig und gut mal Zeug einsammeln. Hier ist dann auch soweit durch.
Beleuchtung gucke ich gleich mal, wie ich das mache. Hier weiß ich noch nicht so ganz sicher, ob ich die so lasse oder ob ich da dann irgendwie von unten Treppen gegensetze. Ich weiß nur, dass ich erstmal ein Schlückchen trinken sollte und Happen essen sollte. Apropos Essen, ich blende es mal ein. Der Pull-Request ist leider noch nicht angenommen und ich glaube auch fast aufgrund der Aktivität, dass sie das auch nicht mehr geschehen wird. Das heißt also, werde ich wohl mit einer der nächsten Folgen einfach meinen Fork, den ich davon erstellt habe, nutzen. Ist halt leider so, weil, ja, das bringt halt leider noch nichts. Doch. Habe ich den Fork schon drin? Irgendwas habe ich gemacht. Ich glaube, den hatte ich zum Testen noch drin gehabt. Nö, dann ist es in Ordnung. Dann will ich nichts gesagt haben. Trotzdem werde ich mal gucken, dass sie das ein bisschen in Ordnung bringen und dass es dann vernünftig funktioniert alles. Aber wir waren hier stehen geblieben bei den Kellertreppen. Ich denke mal, ich werde die als freie Treppe machen. Ich glaube, das sieht besser aus, als da so einen Klotz hinzustellen. Oh, den hätte ich mir sparen können. Der muss da nämlich gleich wieder hin, so. Gut, also Treppe funktioniert noch. Den hätte ich mir auch schenken können hier. Dahin. So, da geht's dann ganz normal hoch. Und dann von unten Treppen gegen entsprechend. Erstmal hier schön machen. So. Gib mir das Zeug. Was ist denn hier? Oh, schnell mal zumachen. Hat keiner gesehen. So. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Da, da, da. Hier auch noch da und da. Da und da. So. So, gut, das hat jetzt keiner gehört. Dafür klingt meine Stimme, glaube ich, jetzt wieder ein bisschen besser. Ach, du Güte und Gütiger, ich glaube, ich bleib krank. Ja. So. Ich könnte ja jetzt einen ganz gemeinen Spruch noch loslassen, aber ich glaube, da ist es noch zu früh zu. Ich schenke mir den einfach mal. So. Zack. Was macht der Idiot denn da? Hä? So. Ich brauche diese Treppen. Aha. Ah, Piet, du hattest übrigens irgendwie gefragt, in einem deiner älteren Folgen, wie man hier aus dem Crafting-Feld schneller Sachen rausnehmen kann. Mittelklick. Da nimmt er dann einfach ein paar auf einmal. Ich glaube, es ist immer ungefähr die Hälfte, die er dann rausnimmt. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, als da 100 Mal einzeln zu klicken. So. Ja. So, leck mich. Machen wir so. Zack. Zack. Jetzt kommt er nämlich hier nicht mehr raus. Natürlich so. Wieso habe ich da eigentlich das Glas? Ich brauche hier ein bisschen was zum Arbeiten. So. So, müsste mal gedreht werden, würde ich sagen. Ja, kein Schraubendreher dabei. Dann machen wir das manuell. So, schon ist er gedreht. Zack. Ja, hier ist, weiß ich nicht. So geil ist das nicht hier, ne? Hier müsste sowieso eine Decke rein, dann würde ich sagen. Ja, gut, da machen wir dann da oben nämlich zu. Ja, dann sieht das auch nicht mehr so ganz scheiße aus. Und hier. Ja, es muss ja hier so bleiben, das ist ja schon richtig. Egal, machen wir erstmal zu. Naja, nee, eigentlich auch nicht, ne? Weil jetzt hatte ich nur extra hier irgendwie so ein bisschen, ja, offen gebaut. Ich glaube, ich lasse das so. Ach, wisst ihr was? Ich mache da einfach zu. So, nichts verschwenden hier, ganz wichtig. Immer alles mitnehmen. Dafür dann ein bisschen Erde rein, die braucht man eh nicht. So. Ist ja nicht die Baustellenerde, das ist dann die Füllerde. Muss ja auch ordentlich sein.
Ne, bei Mindtest ist es doch eigentlich relativ egal, aber nichtsdestotrotz, Fusch am Bau gibt's hier nicht. So. Ich weiß, einen habe ich verschwendet, aber da passt schon. So, das mache ich da auch nochmal irgendwie weg wieder. Dann kommt da Treppen dran. Ja, da kommt eine Ecktreppe dran. So. Oh, jetzt habe ich sie alle durch, ne? Jetzt mache ich mir einen Schraubendreher. Ist auch egal. So. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ruckelt so ein kleines bisschen. So 10 Frames ist ein bisschen scheiße. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Tut mir leid. Ah, die mal wieder rein hier. Da habe ich noch einen Schraubendreher. Sehr gut. Was war das denn gerade für ein langer Text? Ach so, das ist die Info, wie es geht. Der ist ja dann mit einer letzten Version so ein bisschen angepasst worden. So ist doch schön. Es ist hier zwar immer noch diese Ecke und die kann ich immer noch nicht wegmachen, weil das Ding hier, aber ich glaube, so ist in Ordnung, ne? Kann man so anbieten. Könnte natürlich da jetzt noch eine. Würde das irgendwas bringen? Nein, ne? Nein, da müsste hier auch zugemacht werden. Nee, das bleibt so, wie es ist. Jetzt mache ich hier nochmal eben ordentlich. So, und dann haben wir nämlich hier diesen Abgang quasi fertig. Da muss auch noch ordentlich gemacht werden. Da müsste aber doch wirklich irgendwie, eigentlich müsste da doch zugebaut werden, oder? Setz erstmal eine Treppe dran. So. Naja. Da dann mit Slaps zu, ne? So. Ja, die Steine da oben. Gut, da kommen dann Slabs dran und dann ist das dann fertig da oben. Dieses Loch hier geht aber gar nicht. So. So, Mittelklick, der nimmt also alle. Wie gesagt, da nimmt er gleich dann immer ein paar mehr. Ich weiß gar nicht, ich glaube 40 oder 50. Irgendwie, weiß ich nicht genau, wie er es macht, aber er teilt es auf jeden Fall so ein bisschen auf. Man nimmt immer ein paar mehr auf einmal. So, selbe Spielchen nochmal. Müsste aber reichen. So, 3. Gut, da muss noch zu. Ja, das geht auch. Ja, sehr gut. Na komm. So. Ich rieche die ganze Zeit schon den Auflauf. So, 14 Minuten. Wie gesagt, heute definitiv keine Überlänge. Sonst gibt es nachher nur Kohle zum Essen. So, hier ist auch noch einer. Und zack. So. Schon haben wir hier einen einigermaßen luftigen Kellerabgang. Ja, das bleibt hier so. Ich weiß, hier ist so ein bisschen hier und hier ist ungleichmäßig, aber das ist halt wegen dieser Säule hier. Das ist im Grunde genommen schon richtig so, wie das hier ist. Mal hier vielleicht so einen kleinen Torbogen dran bauen. Sieht das aus? Das habe ich ja sonst auch nirgendwo gemacht. Ne? Ich glaube, den lasse ich. Da eventuell von diesen ganz kleinen Dingern. Die ging doch so irgendwie, ne? So. Zack. Hat die das nicht hier auch schon ausprobiert? So. Ja, ich glaube, das lasse ich. Das ist besser so. Nee. Hier sieht's nicht gut aus. Hier sieht's besser aus. Weil es hier auch gleichmäßiger ist mit dem Rand. So, das ist das Ding, das ist das Ding. Hier ist halt Keller. Und Keller hat Licht. Und hier kannst du kein Licht dran machen. Okay.
Hier kannst du Licht dran machen. Hier kannst du wahrscheinlich auch keins dran machen. Na, ich brauche ja drei. Kurz mal gucken, was ist denn hier? Ja, so, okay. Doch geht. Weil hier kann ich ja zumachen, das ist ja kein Problem. Sagen wir gleich wahrscheinlich noch irgendwie Steine machen. Nee, doch, ist richtig, der bleibt. Dahin. Jetzt brauche ich hier wieder Stein. Das ging doch mal. Wieso geht denn das nicht mehr? Was ist denn da los? Oder war das, sind das un Muss ich nicht verstehen, oder? Muss ich nicht verstehen. Ich glaube, mit den normalen ging das, ne? Nee. Ging das mit denen hier? Ja. Wie gesagt, und hier. Muss ich nicht verstehen. so. Dass ich gleich tot bin, muss ich auch nicht verstehen, oder? Schnell noch mal ein Schlückchen trinken, hab mal Essen. Und dann sind wir nämlich auch gleich durch. Nion, so, Tomate. So. Ups, wieder rein. Jetzt hätte ich natürlich, wo ich gerade oben war, auch nochmal irgendwie was mitbringen können, aber egal. Gut, Fackel rein, dann kommt hier nämlich noch ein. Ich hätte es natürlich auch in die Mitte setzen können, ne? So. Dahin. Ah, der Trick funktioniert also auch in meinem Test. Okay. Dann kann da nämlich wieder ordentlich zugemacht werden. Das brauche ich da nämlich nicht. Da nehme ich mal das unnützeste Material ever. So. Ja, hier vielleicht nicht. Da muss ich nämlich noch dran. So, fast. Dahin. Hierzu, hierzu, hierzu. Dazu, da und da. Irgendwo habe ich jetzt auf dem Weg einen verloren. Der sitzt wahrscheinlich irgendwo drunter, okay. So, dann schnell nochmal hoch. Dann ist es nämlich die letzte Handlung für heute. Nochmal irgendwie ein paar Steine zu machen und ab dafür. Ah, da braucht man nämlich immer welche von. So, Mittelklick. Jetzt nimm auch. Nimm. Geht doch. Ja, 40, ne? Ich glaube, der meint immer 40 oder sowas. So. Gut, jetzt habe ich wieder die Eisenstangen vergessen, aber muss dann noch davor. Und dann ist nämlich der Bereich hier fast komplett fertig. Gut, hier noch Cobblestone vor. Lecker, lecker Auflauf. Ich rieche ihn schon. Sehr gut. So. Dann war es das für diese Woche im Keller. Hier kurz nochmal für alle, die den Keller nicht mögen. Das Haus, wenn es sich aufgebaut hat. Da ist das andere Haus. Da ist die Farm. Da ist irgendwo eine Katze gewesen. Da ist ein wild gewordenes Rind. So, komm. Einmal muss ich es mir erlauben. Sieh nur, es greift mich an! Ah! Hast genau gesehen, hat mich angegriffen, ne? Gut, das war's für diese Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö!